Was ist Quellenkritik und was bedeutet sie für meine Arbeit mit einer Fragestellung, die auf der Basis von historischen Quellen ergründet werden soll? Quellenkritik ist natürlich ein kritischer Blick von uns Menschen in der Gegenwart auf Überreste, die wir aus der Vergangenheit haben, im Idealfall aus der, oder im Normalfall aus der Vergangenheit. Das heißt, wir müssen hier sowohl anschauen, welches Material haben wir, wie lässt sich das damals gut einordnen in der damaligen Zeit, im damaligen Diskurs. Wir wissen, je weiter wir zurückgehen, desto weniger Quellen haben wir. Ist das überhaupt aussagekräftig für damalige Ereignisse, vor allem für damalige gesellschaftliche Konstruktionen? Und das Zweite, was wir mit der Quellenkritik machen, wir schauen hier wirklich, ist es das richtige Material, das ich für meine Forschungsfrage habe? Brauche ich vielleicht anderes? Und wenn ich das benutze, warum benutze ich das? Das muss ich erklären. Also Quellenkritik steht wirklich im Zentrum des Forschungsprozesses. Gibt es Probleme, die im Rahmen der Quellenkritik auftreten können und wie kann man damit umgehen? Quellenkritik ist natürlich immer abhängig vom Standpunkt des Forschers, der Forscherin. Das heißt, wir haben einerseits unsere eigene Subjektivität, die hier immer hineinkommt. Auch wir kommen aus einem gesellschaftlichen, kulturellen Hintergrund und sie ist eben abhängig vom Material, was wir direkt aus der Vergangenheit retten können für uns, was wir zur Verfügung haben. Das heißt, Quellenkritik ist immer standortgebunden und das inkludiert jetzt eben die Forschungsperson, die Forschungspersonen und auch die Verfügbarkeit der Quellen. Was macht historische Zeitungen als Quelle aus und was gilt es in der wissenschaftlichen Arbeit mit ihnen zu beachten? Historische Zeitungen sind für uns, vor allem als Historikerinnen, aber auch für andere Geisteswissenschaften, eine sehr interessante Quelle und sie haben eine gewisse Relevanz deswegen, weil sie das Verhältnis zwischen Politik, Medien und Gesellschaft sehr schön darstellen. Das heißt, speziell in Zeitschriften haben wir diesen gesellschaftspolitischen Diskurs, die gesellschaftspolitischen Diskurse, die uns sehr oft interessieren, weil sie mehr sind als reine Ereignisnacherzählungen. Zeitungen sind subjektive Quellen, das müssen wir auch anerkennen. Das heißt, es geht hier einerseits um den subjektiven Standpunkt der JournalistInnen. Es geht aber auch um den Standpunkt der Zeitung. Wir wissen ja, vor allem in der Vergangenheit hat es sehr viele Parteizeitungen gegeben oder religiöse Zeitungen, katholisches Sonntagsblatt beispielsweise. Frauenzeitungen, ja, das ist ein wichtiges Thema. Auch hier gibt es natürlich gewisse Agenten, die wir berücksichtigen müssen. Das heißt, wir müssen auch hier sehr kritisch, besonders gegenüber diesem Material sein, besonders wegen dieser doppelten Subjektivität. Einerseits die Zeitung selbst und einerseits unser Standpunkt jetzt. Das heißt, hier wird Quellenkritik besonders relevant.